Malerische Landschaft, 30 Grad im Schatten. Eigentlich perfekte Urlaubsbedingungen, aber zum Faulenzen kommt hier im österreichischen Werfenweng zurzeit niemand. Denn in dem kleinen Dorf im Salzburger Land steht dieser Tage alles außer Entspannung auf dem Programm. Für 5 Tage haben die FC Bayern Frauen hier in Österreich ihr Lager aufgeschlagen. In der letzten Saison hat es in der Bundesliga nur zur Vizemeisterschaft gereicht und das soll sich dieses Jahr ändern. Schwitzen für die Spitze. Das ist die Devise. Eine Woche vor Saisonstart hat Trainer Thomas Wörle seine Mannschaft mit nach Österreich genommen, um sich fernab vom Fußballzirkus in München auf die Herausforderungen der kommenden Saison vorzubereiten. Auf dem Plan stehen neben dem Fußball Fitnesstraining, Koordinationsübungen, taktische Besprechungen, aber auch viele sogenannte Teambuilding-Aufgaben. Denn es gilt nicht nur, die Schwachpunkte der vergangenen Saison auszumerzen, sondern auch, das neue Team zu konsolidieren. Das hat nämlich seit der vergangenen Saison einen enormen Umbruch erlebt. Mit 9 Neuzugängen sagt die erste Mannschaft des FC Bayern in dieser Spielzeit ihren Rivalinnen den Kampf an. Neu im Kader ist auch Christine Demann. Die große Überraschung der EM in Holland hat bis zur vergangenen Saison in Hoffenheim gespielt. Und beim Medientag auf dem neuen FC Bayern Campus haben wir ihr mal ordentlich auf den Zahn gefühlt. Ganz fremd ist Christine Demann ihr neues Team nicht. Viele ihrer Mitspielerinnen kennt die neue Nummer 4 des FC Bayern schon aus der Nationalmannschaft. Bis dahin war es für die Niedersächsin ein weiter, aber schnurgerader Weg. Ja, ich habe ganz klassisch angefangen, bei den Jungs zu spielen damals. Bin dann irgendwann zu Turbine Potsdam aufs Sportinternat gegangen. Habe da dann 4 Jahre verbracht bei Turbine Potsdam. Bin dann nach meiner Verletzung auch, weil ich Spielpraxis wollte, zur TSG Hoffenheim gewechselt. Ja, konnte mich da, glaube ich, auch ganz gut weiterentwickeln und bin jetzt nach den 4 Jahren jetzt beim FC Bayern gelandet. Ihre Ziele für die kommende Saison sind fest gesteckt. Natürlich in der Champions League eine gute Rolle zu spielen. Ich glaube, das ist für jeden Champions League immer das Größte. In der Meisterschaft natürlich auch. Da geht es, glaube ich, die Saison auch wieder sehr eng zur Sache. Von daher ist das mit Sicherheit auch unser Ziel, in der Meisterschaft oben mitzumischen. Ja, für mich persönlich natürlich, mich hier weiterhin schnell zu integrieren und Teil der Mannschaft, Teil des Erfolgs zu sein. In den 3 großen Wettbewerben mitmischen, das wollen hier alle. Egal ob alte Häsinnen oder Frischlinge. Und ein gemeinsames Ziel ist die perfekte Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche und harmonische Zusammenarbeit. Was sonst noch dazu gehört, erklärt mir Teamchefin Melanie Behringer. Ihr habt einen Haufen neuer Mädels in der Mannschaft. Hast du das Gefühl, ihr findet langsam als Gruppe zusammen? Ja, total. Und jetzt ist halt für uns auch richtig gut, dass wir hier im Trainingslager sind. Da sind wirklich alle zusammen. Weil erst die EM-Fahrer kamen vor kurzem erst zur Mannschaft. Und das ist einfach wichtig, dass wir hier zusammen sind. Ich glaube, die Neuen, die schon länger hier sind, haben sich richtig gut zurechtgefunden bei uns, wurden sehr gut integriert. Und ich denke, bei den Neuen, die jetzt kamen, wird es auch kein Problem sein. Und dafür ist ein Trainingscamp auch da. Natürlich sind die Ziele für mich persönlich, in jedem Finale zu stehen, dann das Finale natürlich auch zu gewinnen. Champions League ist mein absoluter Traum. Aber ich weiß, wie schwer es wird, aber trotzdem ist es ein Ziel von mir und ich denke auch von der ganzen Mannschaft. Was braucht es denn dazu? Weil letztes Jahr hat es ein bisschen gehakt, ihr habt die Ziele klar vor Augen. Wie gut, schafft ihr es? Letztes Jahr war es schwierig, wir hatten viele Verletzte. Einige Spielerinnen mussten auch angeschlagen spielen aufgrund der Verletzungen und deshalb war es dann auch schwierig, so auf Dauer auf dem Niveau zu spielen. Das hat man auch gesehen, wir hatten gar keine Chance gegen Paris und das kratzt mich schon ein bisschen, muss ich sagen. Und ich hoffe natürlich, dass wir dieses Jahr einfach auch stabiler spielen, die ganze Saison über und dann relativ weit kommen. Um eingeschworen in die Saison zu starten, verbringen die Bayernfrauen hier in Österreich Tag und Nacht gemeinsam. Im Mannschaftshotel wohnen sie in Doppelzimmern. Gegessen wird selbstverständlich auch in der Gruppe. Und selbst hier ist der Teamgeist allgegenwärtig. Es ist für alle eine nicht nur körperlich intensive Zeit hier in Werfenweng. Neben allen fußballerischen Aktivitäten müssen manche Mädels sogar noch für die Uni pauken. Auf alle anderen wartet währenddessen in der Eistonne eine weitere Lektion in Sachen Teambuilding. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Intensive Saisonvorbereitung sieht bei den Bayern-Mädels dann auch mal so aus. Und
theoretisch hat das alles auch etwas mit Fußball zu tun, schwört zumindest Coach Thomas Wörle. Wir sind hier im Trainingslager für 5 Tage, sind relativ kurz vor Punktspielstart und haben eine neue Mannschaft, haben einen großen Umbruch. Dementsprechend war es uns auch ganz wichtig, dass wir in dem Trainingslager hier einiges fürs Teambuilding machen. Und da sind abwechslungsreiche Dinge dabei, wo man sich auch kennenlernt und dementsprechend haben wir auch ein paar Aktivitäten gewählt. Wir haben den Kern, der natürlich schon da ist, aber wir haben eben auch noch einige, die neu sind und dementsprechend müssen wir da gucken, dass wir alle sozusagen dahingehend hinbekommen, dass sie gleichgerichtet sind in dem, was sie wollen, in dem Plan, den wir verfolgen, gegen den Ball und auch mit Ball, und das ist die eigentliche Aufgabe. Dann gilt es natürlich auch, die ganzen Fitnesslevels, die zum Teil sehr, sehr unterschiedlich sind, so hinzubekommen, dass wir einigermaßen einheitlich sind. Und darüber hinaus haben wir 3 Wettbewerbe dieses Jahr, ja, Champions League, Pokal und Meisterschaft. Das müssen wir erstmal schaffen, hinkriegen. Diesen Balanceakt haben viele, viele Nationalspieler, die dann einmal im Monat für 10 Tage weg sind. Ja, das sind so die Herausforderungen. Hoch hinaus wollen sie alle. Und der Trainer hat sie beim Wort genommen. Mit der Gondel fährt die gesamte Mannschaft auf den Rosener Köpfel. Der Weg nach oben ist lang und gemächlich. Die Kulisse perfekt für ein Gruppenfoto. Was die Mädels noch nicht wissen, hier oben wartet neben einem Eis noch eine adrenalinreiche Überraschung. Runter soll's nämlich ganz fix gehen. Mit dem Speedliner geht's mit 80 Sachen 400 Meter weit übers Tal. Nichts für schwache Nerven. Einfach überrasch mich. Ganz Leben ist eine Überraschung. Aber mit dem Team im Rücken ist der Absprung Ehrensache. I'm getting fired. Und um Großes zu erreichen, muss man halt manchmal auch einfach loslassen.